Yeah, hi Leute, hier ist wieder euer Mofa. Ich grüße euch ganz herzlich. Und was hat ein Mofa mit einem Motorrad gemeinsam? Sie haben beide zwei Räder und einen Motor, der eine ein bisschen größeren, der eine ein bisschen kleineren. Wir spielen heute mal Ride. Das ist eine Demo, leider nur. Ich werde davon abhängig machen, ob ich mir das Game kaufe. Ich muss dazu leider auch sagen, dass ich leider nur mit Tastatur spiele. Ich habe keinen Controller, aber wenn ihr so lieb seid und hättet einen übrig, könnt ihr mir gern einen donaten oder einen geben. Jetzt muss ich hier nochmal kurz Brille richten, denn die ist wieder so komisch und die verbiegt sich wieder so. Okay, voilà. Okay, sie passt zwar immer noch nicht so richtig, aber es ist auf jeden Fall besser. Okay, wir drücken erstmal die Eingabetaste und schau mal. Und dann kommt und zieht schon hier das Ride-Logo unseren Monitor. Und es lädt. Und Leute, ich habe die Grafikeinstellung wirklich auf nicht hoch. Also ich habe es auf Medium bis Low oder Low bis Medium. Ich glaube, das ist sehr grafikaufwendig. Und oh, herrliches Mofa. Ein wunderherrliches Mofa. Okay, wir können leider nicht so wirklich viel machen, Leute. Ich kann auch mit der Maus gar nicht interagieren. Ich glaube, das ist tatsächlich dafür ausgelegt, dass man es mit Controller spielt. Wir schauen mal hier in die Steuerung. Haben wir hier Bremsen rückwärts, Z. Gewicht nach hinten. Ach du Kacke, Leute. Muss man so viel beim Motorradfahren beachten? TCS erhöhen. Ich weiß nicht mal, was ein TCS erhöht ist. Kamerawechsel. Beschleunigen. A. Leute, ich glaube, ich werde damit überhaupt nicht zurechtkommen. Ducken. Wisst ihr was? Wie geht's einfach mal testen? Ne? Head-Up-Display. Hut. Head-Up-Display, glaube ich. Längeneinheit Meter. Wunderbar. Ja, wunderherrlich. Runden Drehzahlmesser. Standard. Da brauchen wir. Okay, wir nehmen Standard. Gamma Audio, alles Wunderbärchen. Okay, wir gehen auf den Schnellmodus und gehen gleich eine Runde Moped fahren. Ein schnelles Rennen. Oh, ein Kawasaki ZX Mofa R. Kann ich mir noch was anderes auswählen? Rennen starten, Bike wechseln. CBR 600. Nee, sowas ist jetzt nicht mein Fall. Ich brauche hier so eine richtige Rennsemmel. Und die Ninja sieht ja wirklich geil aus. Leute, das Ding hat fast 200 PS. Das Ding hat mehr PS als mein Auto. Okay, ich nehme jetzt einfach diese Ninja, weil sie mir einfach super geil gefällt. Und Rennoption, was können wir denn hier einstellen? Runden, KI-Schwierigkeit sehr leicht, sehr schön. Es ist auch erst meine erste Moped-Fahrt. Fahrerphysik, Standard, automatisch Bremsen ein, wunderbar. Gekoppelte Bremsen ein, ja. Anti-Wheelie, voll, Ducken, Automatik, Ideallinie, voll. Ich glaube, ich spiele hier auf total Nubi-Stufe. Nubi-Stufe. Nichtsdestotrotz, wir gehen erstmal das Rennen starten. Ah, hier haben wir sogar noch eine kleine Geschichte zu Kawasaki. Das finde ich ja an und für sich eigentlich cool gemacht, auch vom Loading-Screen, dass man hier so ein bisschen durchswitchen kann. Die Geschichte möchte ich jetzt nicht vorlesen. Aber schaut euch mal das Gerät an. Es sieht ja wirklich geil aus. Oh, und dann wird es gleich noch schöner. Sehr schön. Und dann müsst ihr jetzt unten anstatt nur noch Kawasaki Hercules stehen. Und oben anstatt ZX10R müsste dann stehen Prima 5S. Okay, so schön auch die Loading Screens sein mögen. Sie dauern etwas. Ich will mir das natürlich jetzt ganz vom Anfang anschauen. Oh, das Mofa auf Mofa. Ich bin Stone. Kann ich mir einen anderen Namen geben? Nee, okay. Startaufstellung, Bike-Einstellungen. Federung. Ey, Leute, ich habe keinen Plan von Federung und Getriebe. Ich weiß überhaupt nicht, was hier... Ich kann gar nichts machen. Die Endübersetzung kann ich raufprügeln, ja. Dann wird man vielleicht ein bisschen schneller, aber dann nimmt der Zug vielleicht ein bisschen ab. Rennoptionen, Startaufstellung... Nächster Fahrer? Okay. 4 und 6? Ey. Ach, 4 und 6 Nummernpad, oder? Ah. Okay. Oh, das Ding sieht ja mal schick aus. Ich weiß leider nicht, was für ein Moped das ist, aber wir haben ja sowieso. Wisst ihr was? Wir gehen einfach mit einem Thunder. Sylvie Thunder Fahrt. Infarkt. Okay, nee, wir gehen einfach jetzt hier mal
ein normales Rennen, Rennen. Und so muss ein Moped klingen, Leute. Okay, ist grafikmäßig sieht hier schon mal sehr, sehr geil aus. Kann ich das schon voll reinprügeln? Und komm hier! Schneller! Leute, ich muss die Kamera passen. Oh ja, das ist gut, das ist gut. Leute, wie habe ich nochmal gebremst? Nach hinten. Oh, regt! Oh. Leute, ich kann hier von meinem Moped fallen. Achso, ich muss hier. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wo ist mein North-Knopf? Lass mal die Maschine mal steigen! Ey Leute, wenn man mit WASD gewohnt ist zu spielen, dann ist es relativ ungewohnt, die Steuerung. Also wie gesagt, ich habe hier keinen Controller leider. Warrekt! Leute, bin ich einfach gerade nur zu doof? Ich hätte vielleicht doch die Steuerung etwas umstellen sollen. Dass wir beschleunigen, vielleicht auf die Pfeil. Okay Leute, ich stelle jetzt kurz die Steuerung um, sorry. Aber es geht sonst. Nein, wir können die Steuerung nicht umstellen. Leute, wir müssen noch mal schnell zum Hauptmenü. Ja, denen ist egal. Wir sind hier in der Demo. Da wollen wir mal nicht so knausrig sein. Und dann gibt es das Rennen der Rennen. Leute, ein Mofa muss Mofa fahren können. Wobei, ein Mofa fährt natürlich langsamer. Wenn auch nicht viel. Okay, ich mache jetzt hier auch mal hier schnelles Rennen. Ich würde gerne ins Menü. Ah, sehr schön. Okay, Optionen. Ich werde jetzt die Steuerung etwas abändern. Bremsen rückwärts. Einmal nach unten. Rewind, keine Ahnung. Taste links. Nach links. Nach links. Okay, klingt für mich plausibel. Und wo haben wir hier Kamera wechseln? Beschleunigen machen wir auf Pfeil nach vorne. Und dann können wir doch so eigentlich schon mal fahren und bremsen. Okay, haben wir auch schon geändert. Ducken, keinen Plan. Leute, ich bin noch nie mein Leben Motorrad gefahren. Die Hinterradbremse, die Handbrake. Blick nach hinten. Okay, Leute, das ist eine Demo. Also ich will jetzt hier nicht auf dem Game rumreiten oder so. Aber ich will auf jeden Fall mal, wie gesagt, meinen Schnellmodus mal spielen. Schnelles Rennen. Wir nehmen natürlich wieder die Ninja. Und jetzt haben wir hier wieder unseren wunderschönen Loading Screen. Oh, die gibt es schon seit 1983 und wird seitdem her immer schöner. Und bei 11.500 Umdrehungen bekommt die wie viel Newton? 12? Jetzt bitte hängt mich nicht oder schießt mich nicht, liebe Motorradfreunde. Wie gesagt, ich kenne mich tatsächlich null mit Mopeds aus. Ich finde es einfach nur schön. Aber ich glaube, würde ich so ein Ding in Real Life fahren, da wäre ich glaube ich schon längst tot. Okay, 26% Steigung, 10 miles ahead. Okay. Okay, ja, wir haben das ja schon mal alles gemacht. Rennoptionen haben wir auch alles schon. Alles tutti paletti. Ich hoffe, jetzt geht es ein bisschen besser für mich aus. Leute, und wenn ihr einen Xbox-Controller übrig habt, dann donatet ihn mir. Ich weiß nicht, ob ich hier gleich voll Gummi geben kann. Und Abfahrt! Yes! Machen Wheelie! Okay, ich muss die Ideallinie fahren. Ey, warum sind die denn alle schneller wie ich? Oh, regt! Ich habe jemanden überholt, Leute! Oh. Oh. Und wieder schön rausbeschleunigen. Oh. Nicht hinfallen. Der Gusev! Gusev! Komm her! Leute, die können alle so gut fahren. Weg! Ihr Penner! Kann ich nicht schlagen? Oh mein Gott, Leute, wäre ich ein schlechter Motorradfahrer? Yes! Oh. Leute, ich muss hier schon trotzdem bremsen und hier wird mir diese Linie da angezeigt. Okay, hier müssen wir nochmal kurz runter vom Gas und... Oh, ich auch nochmal... Oh, direkt. Okay, nicht überholen. Oh, hier hat es kurz einen Leck gegeben. Oh, shit. Okay, Leute, da hat es mich gewaffelt. Wie nennt man das unter den Motorradfahrern? Ich mache hier nochmal die View. Das gefällt mir wesentlich besser. Mich hat es gelegt. Mich hat es geschmissen. Oder, oh, Leute.
Ich glaube, ich wechsle doch nochmal die Kamera. Also so mit der Kamera zu fahren, ist es nicht so gut. Okay, und voilà. Wir sind nur Platz 16. Blöderweise gibt es nur 16 Plätze. Aber ich gebe mir Mühe. Oh. Leute, ich brauche einen Controller. Hey, hier waren Fans. Ich spiele mir den Gedanken, mir eine PlayStation zu kaufen und habe nicht mal einen simplen Controller für den PC. Leute, ihr seht gerade selbst, ich bin fokussiert. Geh weg, Menschen. Leute, warum? Bei euch sieht es bestimmt total smooth aus alles. Aber die Melodie, die verleitet ja auch einen zum Heizen. Okay, da wird schon wieder gelb. Da müssen wir, glaube ich, nur runter vom Gas. Und jetzt hier Vollstoff und Stempel. Was fährt denn das Ding? 200. Im dritten Gang ist das Ding hier ernst? Leute, ich fährt ein Ding. Wie kann denn das sein? Im dritten Gang 200. Da packt mein Auto vielleicht mit Biegen und Brechen 110, glaube ich. Okay, ich hole mir die schon noch. Oh, direkt. Okay. Sieht doch alles recht geschmeidig aus. Und komm her. Leute, ich weiß nicht, wie ich noch schneller... Die sind 17 Sekunden vor mir. Leute, ich glaube, das werde ich niemals in meinem Leben aufholen. Sieht es bei mir etwas hakelig aus? Ich denke ja. Aber Leute, ich bin kein Formel 1 Profi Motorrad Rennspiel Experte. Ich bin einfach nur das Mofa. Und Stoff und Bremsen. Okay, ja, ich kann mir vorstellen, dass mein Controller ein bisschen mehr Laune macht. Da kann man ein bisschen smoother bewegen. Oh, Leute, ich verliere ordentlich Zeit. Die sind ja immer noch schneller wie ich. Ich gebe mir hier mein Bestes. Okay, ich glaube, mich hat schon wieder an der gleichen Ding. Ich glaube, der müsste schon halb tot sein wahrscheinlich. Oder wahrscheinlich sogar schon tot. Aber wie gesagt, ich... Oh, hey. Keinen Unsinn machen hier. Ey, hier hat es wieder gehupt. Die waren wieder meine Mates. Zwischenzeit. Okay, wir sind nur 9 Sekunden schlechter als in der Vorrunde. Oder fast 10 Sekunden. Das ist noch auszuhalten. Ich glaube, im Motorsport geht alles hier um Tausendstel Sekunden und so. Und ich bin hier zufrieden mit 10 Sekunden plus. Okay, Leute, ich glaube, das wird nichts zum LP'n hier. Also, wie gesagt, das soll jetzt hier kein Let's Play werden. Das wird ein angezocktes, ja, wie gesagt, nur die Demo. Ich habe schon überlegt, mir so ein Game mal zu kaufen, aber ihr seht ja selbst, ich bin jetzt hier nicht hervorragend. Okay, zweite Runde. Und jetzt die letzte Runde. 24 Sekunden, das ist alles noch offen. Ey, ich werde aber immer besser, Leute. Und schön reinlegen, Homie. Yes. Okay, bisschen bremsen und wieder Gummi aus der Kurve beschleunigen und Abfahrt. Oh. Ey, der bräuchte so Achsen, die sich alle verdrehen können. Leute, sorry, wenn das jetzt so ein etwas... Ey, da vorne fährt doch einer. Zu mir haben sie immer gesagt, wer früher bremst. Okay. Ich muss diesmal wieder auf diesen einen Teil aufpassen. Nicht, dass es mich da hier wieder zusammenlegt. Man kann bestimmt auch irgendwie einen Hochstart machen, aber ich glaube, ich bin ja schon überfordert mit 4 Tasten gerade. Und Vollgummi. Leute, ich glaube, die Runden werden immer besser. Oh mein Gott, wir sind trotzdem noch langsamer. Oh. Ey, mein schönes Moped. Ich glaube, wir sind... Ich wollte schon sagen, wir werden immer besser, aber komischerweise werden wir immer schlechter. Ich habe in der vorherigen Runde schon 10 Sekunden länger gebraucht. Und in der Runde sogar nochmal 3 Sekunden länger als in der Vorrunde, glaube ich. Okay, alles cool. Für mich war hier Gran Turismo immer das Highlight. Es ist das erste Mal, wo ich ein Motorradspiel spiele. Und ihr hört wahrscheinlich schon meine Tasten.
Und komm hier. Hey, Mates. Okay, Leute, ich glaube, mir ist Robocraft lieber. Es ist zwar echt cool gemacht, muss ich sagen. Also bis jetzt, von dem, was ich gesehen habe, auch von der Grafik her, sieht es eigentlich recht dufte aus. Aber ich glaube, wenn ich nicht LP'n würde, würde ich vielleicht sogar einen Ticken besser fahren. Und Ziellinie! Ziellinie! Und win! Wir haben gewonnen, Leute. Wir sind Platz 16 von 16. Er freut sich sogar noch. Er hat jetzt geschimpft. Neuer Titel freigeschaltet. Kawasaki-Fan. Sehr schön. Ey, ist doch gar nicht so übel. Wenn man bedenkt, was für Klumpkarossen hier mit rumfahren. Nee, natürlich nicht. Keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus, Leute. Okay. Okay, ja, wie ist... Ey, so schlecht waren wir gar nicht. 42 Sekunden plus. Okay, Leute. Ja, das war eine Runde Ride für euch von mir, die Demo. Ich glaube, vielleicht, wenn ich mal einen Controller haben werde, werde ich mich vielleicht mal auf so ein Game spezialisieren. Oder was heißt spezialisieren? Werde ich mir vielleicht das mal antun, mal so ein bisschen datteln. Ja, liebe Leute, dann war es das schon wieder von den lieben Mofa-Bärchen und ich habe gespielt Ride this Demo, die Demo, verlinke ich natürlich unten in der Videobeschreibung und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, liebe Leute, hatet mich nicht, weil ich mich nicht mit Motorrädern auskenne, in dem Sinne war es das von mir, bis dann, macht's gut, Leute, euer Mofa-Bärchen, bye bye.